Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Abgeordnete für die Partei Die Linke. Die Bundesregierung, allen voran Boris Pistorius, will unser Land kriegstüchtig machen. Ich sage Ihnen, das ist der falsche Weg. Wir Linken sagen, unser Land muss friedenstüchtig werden, meine Damen und Herren. Und unser Land braucht nicht mehr Panzer und Raketen. Das ist nichts, was uns sicherer macht. Wir brauchen Krankenhäuser, die Patienten heilen und nicht abweisen. Wir brauchen Apotheken, die Fiebersaft für Kinder in den Regalen haben. Und wir brauchen Züge, die pünktlich und sicher ihr Ziel erreichen. Und die Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, dass das normale Leben in unserem Land immer weniger funktioniert. Sie behaupten, es gibt nichts mehr zu verteilen. Doch für die Bundeswehr sind allein für dieses Jahr nach NATO-Kriterien 85,6 Milliarden Euro eingeplant. Und Sie haben es selbst stolz gesagt. Ich finde, das ist kein Grund, stolz zu sein. Noch nie hat eine Bundesregierung so viel Geld für Krieg und Aufrüstung eingeplant. Und das darf nicht sein. Und 85,6 Milliarden Euro, das sage ich Ihnen ganz deutlich, Herr Pistorius, das ist das Gegenteil von Nulltarif. Sie sprachen in Ihrer Rede von Nulltarif. Das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Wir als Linke sind gegen ein neues Wettrüsten, denn an dem Wettrüsten verdienen sich die Rüstungskonzerne dumm und dämlich. Und die Ampel ist trotzdem nicht einmal bereit, wenigstens die Übergewinne zu besteuern. Man hat den Eindruck, die Rüstungsindustrie braucht gar keine Lobbyisten mehr. Die Rüstungslobbyisten sitzen in dieser Regierung. Das ist nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Ja, die Menschen wollen mehr Sicherheit. Und Sie gaukeln ihnen vor, dass mehr Geld für die Bundeswehr mehr Sicherheit bedeutet. Das ist falsch. Unzählige Berichte des Bundesrechnungshofes, Sie können das alles selber nachlesen, zeigen, die Bundeswehr schmeißt, und zwar ohne Konsequenzen, das Geld zum Fenster heraus. Ich erinnere ein Beispiel an die Bestellung von Funkgeräten für die Bundeswehr mit einem Volumen von 2,9 Milliarden Euro. Und nach Lieferung der Geräte wurde festgestellt, die passen gar nicht in die vorgesehenen Fahrzeuge. Und ich sage Ihnen auch, es wäre ein Albtraum, wenn dieser Minister Bundeskanzler würde. Und immer weniger Menschen, meine Damen und Herren, wollen sich in Kriege schicken lassen. Und jetzt will Herr Pistorius Menschen ohne deutschen Pass zur Bundeswehr einziehen. Ich frage Sie wirklich, kann es sein, dass ein SPD-Politiker bewusst Notlagen von Menschen ausnutzt? Wer arm ist und nur eingeschränkte Grundrechte hat, der darf für Deutschland in den Krieg ziehen? So was können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Und diese kriegstüchtige Regierung hat angeblich kein Geld dafür, das Kindergeld zu erhöhen, aber 85,6 Milliarden Euro für Aufrüstung. Ich will, dass unser Land Vorreiter in Sachen Abrüstung, Diplomatie und Friedensinitiativen wird. Das wäre der richtige Weg. Vielen Dank. Das Wort hat Nils Gründer für die FDP-Fraktion.